Alessandro, Alessandro. Okay, das Spiel ist, ein bisschen, ist doch ein bisschen sehr laut. Das stelle ich mal runter auf 64, das passt dann hoffentlich. Ach, das ist ja ordentlich. Ich finde voll geil, dass wir Dream Team machen und dass wir auf die Idee kamen, Dream Team zu machen, wo sie die Zeitumstellung hatten und es wieder mega lang hell ist. Ja, und? Also wenn ihr das Rauschen auch hört, dann gebt mir mal Bescheid. Also ich höre es nicht. Ich höre es auf dem Kopfhörer, aber ich hoffe, die Zuschauer hören es nicht. Also wir hören es nicht. Gut. Dann liegt schon mal nicht an meinem Discord. Also wenn du denselben Killer hast, den du gerade eben noch hattest, wo ich dem Team beigetreten bin, dann sollte das Game vielleicht wirklich nicht so laut sein. Hast du reingeillert? Ja, wo ich ja reingeschrieben habe. Da weiß ich nicht, ob ich den Killer... Ich hatte noch gar keinen Killer ausgewählt, glaube ich. Na, auf jeden Fall war die schon offen. Also war irgendwie... Oder kommt das von euch? Genau. Das gucken wir mal nach der Runde, ob das Rauschen von euch kommt. Ach nee, schon genau. Wieder dieses scheiß Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld. Deine Lieblingsmaps, hä? Kornfeld magst du doch. Überhaupt nicht. Und schon ist Matze still. Okay. Oh. Ernsthaft? Hast du mich jetzt echt nicht gesehen? Nein, aber ich hab dich gehört. Gesehen hab ich dich, du bist durch... Das Robinson. Ich mache hier gerade Zeit zum Hammer ab, bitte. Oh, Alter, guck mal. Also er gefällt mir schon optisch. Rolle ist wieder sehr attraktiv heute. Das ist doch immer der Fall, Mensch. Ja. Rolle, bleib mal kurz stehen, warte was, das kann ich dir nicht in den Augen gucken. Ja, warte, guck mal, kannst du dich besser sind. Gucken? So. Ah, scheiße, ich häng grad ab. Oh, guck mal, ihr baumelt einen Weihnachtsbaum an dem Haken. Ist das nicht schön? Das Weihnachtsbaum am Haken? Ein Weihnachtsbaum am Haken, ja. Achso, warte. Bevor ich weglaufe. Ach, da hinten ist ja cool. Das ist noch das Weihnachtsspecial dieses Jahr. Oder beziehungsweise letztes Jahr, die fangen an und die sind dieses Jahr sehr früh. So, ich muss mal gucken, wo der Dennis ist. Warte, bitte warte, Matze. Nicht weglaufen, ja? Ja, ja, ich hau nicht ab, keine Sorge, ich hänge hier ein bisschen chillig. Du hängst ab? Cool. Ach, ich bin so blöd. Ja, bist du. Aber was hat das damit zu tun? Nirgends, wie wir das nochmal gesagt haben. Ah, verstehe. Damit doch mal das Gameplay ein bisschen realitätsnah kommt. Realitätsnah? Okay. Ja, ganz ehrlich. Rolle hat lange Haare. Also mehr Realität geht doch schon fast gar nicht mehr. Was bist du denn für ein Hässlicher? Ich wusste doch, dass ihr seid. Wieso? Wieso? Lass mich doch einfach liegen, wie wär's. Wieso? Ich mag diesen Killer, hab ich das schon mal gesagt? Wenn du magst den Killer. Den hab ich auch in der Playstation gemacht. Aber jetzt, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin stolz auf die Rolle. Dankeschön. Nö, nee, doch, Rolle, das war nicht schlecht. Ich hab mir vermutet, dass er gleich kommt, deswegen gehen wir zurück. Achso, ich hab vergessen, die Falle hinzumachen, ne? Na ja, gut. Ach, komm nicht schon wieder so. Warum nicht? Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa-oh-oh. This is me, Mrs. Robinson. Ein schönes Lied. Was ist von nicht ganz so zum... Was ist von nicht ganz so zum Klau vom Roller, aber... Ah, du Ficker! Lol. Jetzt mich gerade haben können. Ich weiß, ich hab halt die Taste gedrückt. Oh, halt die Fresse, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, komm raus. Komm Bleib rein, drin. Du Schwein. Komm rein. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Schade. Scheiße, wenn du nur so eine lange Blutspur hast, ne? Du darfst eigentlich kein Blut von mir sehen. Hast du auch wohl. Also Kratzspur, Entschuldigung.
Das ist nicht der Killer, das sieht Rolle automatisch. Das ist schon ein Das macht Spaß. Warte, ich häng Dennis. Ich häng Dennis in der ersten Runde. Ja, nur wohin, meine Frage mal. Das siehst du ja. Ist nicht so weit weg, du bist ja da hinten. Hi. Hi. Kämpft doch? Nein. Ich bin doch gerade mal vorbeigegangen. Außerdem hast du mich doch gesehen, Matze. Du bist doch in der Nähe. Ich richte dich doch. Du hast dich nämlich wieder nicht gemaschen. Ich weiß nicht, ob Rolle sich was eingeklemmt hat zu ihm. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wieder im falschen Stream oder was? Das ist unverschämt. Wie war es letztens? Wer wurde da von wem gehostet? Holst du den jetzt langsam mal vom Haken oder was wird das? Nö, der lässt mich sterben. Och, ey, Alter. Ich kann es leiden, das habe ich jetzt gemacht, der ist wollte, nicht weil du es mir gesagt hast. So nötig habe ich die Klicks nicht von dir. Also, Entschuldigung, kannst du trotzdem bei mir weiter gucken, geht das? Also, ich muss sagen, Rolle macht das heute echt gut, oder? Ich gebe mir auch Mühe. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Das hey, kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Arschloch, ich fahre auch noch ganz lieb, weißt du? Einfach nur, weil ich dachte, wir sind Best Friends. So, jetzt gehen wir mal der Blutspur. Da ist er. Hi. Du verzögerst. Ach, scheiße. Hey, geil, das klappt. Ganz schön beleidigend bist du. Entschuldigung. Aber ich mag die Frau nicht. Hä? Hat das geklappt? Das ist mal ohne Spaß. Was hat geklappt? Jetzt, na, du hast die Falle hingelegt und ich bin dann sofort zu dir und es ist nichts passiert. Du bist in die Falle getappt. Du bist nicht zu mir, du bist in die Falle getappt. Okay, gut. Yeah. Ich brauche nur so für einen Freund. Kann ich noch ein bisschen durch die Karte rutschen? Ich verblute ja sowieso. Probier's doch. Naja. Ich fahre nur nicht, dass du mich dann hängst, weil ich hier noch ein bisschen Map zeigen möchte. War das nicht die Map, wo der Dennis diesen Son Goku hatte? Ja, auf LSD? Der kann sein, ja. Achso, ich hätte eine Falle hinlegen sollen. Na ja, gut. Toll, genau in dem Moment, wo ich runtergucke. Unverschämt. Man guckt nicht an anderen Leuten runter. Sag mal. Oh, hier heult jemand. Hi, Matze. Hi. Ich mache hier gerade Crowdfunding. Also ich crowd und such was. In der Hoffnung, dass ich was finde. Crowdfunding, verstehst du? Crowdfunding eigentlich, wenn es genau ist. Mhm. Was machst denn du gerade? Auch nix. Lass dich nicht stören. Okay. Ich rutsche hier durch diese Map und finde das total fett. Du bist total fett. Sag doch Rüstige, weißt du? Deswegen spielst du auch diese hässliche Ork-Stimme. Boah, Alter, ich bin einfach nur noch wieder dran. Boah, Alter. Ja, komm, verarsch mich nicht. Ja, das geht auch ganz gut. Also Rolle, wirklich top, ist ja... Hier, ich lenke ihn ab. Komm her. Komm mal. Boah. Ich bin voll über die Falle gerutscht. Lass mich bitte in Ruhe. Ey, Alter, lass mich doch in Ruhe. Nee, du warst aber näher dran. Ich bin doch das geringste Übel. Ja, du warst näher dran und bei ihm habe ich jetzt die Kratzspur. Genau. Und jetzt kann ich ihm schön nachlaufen. Er versteckt sich wieder hinter irgendwelchen Paletten.
Dennis, kleiner Tipp vom Zuschauer. Lauf, lauf weg! Entschuldigung, Sir, ich hätte mal eine Frage an Sie. Wo finde ich hier die Hygieneprodukte der Frau? Ach komm, bitte lass mich doch in Ruhe. Bitte lass mich. Komm nicht mal und dann. Ich will doch einfach nur mal ein bisschen durch die Map laufen. Du bist ein. Alter, weißt du, wie du aussiehst? Weißt du, wie du aussiehst? Wie 3 Monate Unterwäsche nicht gewaschen. Danke schön, hab mir Mühe gegeben. So, wo ist Dennis? Dass du überhaupt so laufen kann mit der Unterwäsche, Junge. Dennis. Also entweder ist. Also entweder ist Rolle richtig gut geworden oder ich bin sauber schlecht. Nein, ich kann nur den Kenner. Ich kenne nur den Kilo gut. Ich mag den. Bin mit der ganz gut unterwegs eigentlich. Guck mal, da ist Dennis. Vorsicht, ich liege auf der Falle. Warum liegst du auch dort? Ich wollte die gerade auslösen, da kann ich doch nichts für. Der ist schon wieder geil, der Typ. Ich bin tot. Das ist verblutet. Irgendwie gut und nicht. Wie verblutet nicht? Ja, du brauchst aber erst einen Generator, oder? Sag das bitte nochmal. Warst du schon tot, ja? Ohne Generator wird es nämlich nichts mit der Luge, mein Lieber. Denkst du? Ja. Es sei denn, er hat einen Schlüssel. Nee, ich bin so hoch gerade. Guck mal, Dennis, ist das die links? Die da? Nee, die andere. Du meinst die da? Ja, genau die. Ja, das könnte. Könnte sein. Das da? Ja. Ist sie das? Guck mal. Ah, die rennt aber wieder weg von mir. Ja. Hey, Matze. Da kommt sie. Da kommt da, sie. Guck mal, hallo. Da kommt sie. Da ist sie, guck mal. Da. Hallo. Hallo. Da ist sie. Da ist sie. Wieso ist die offen? Oh. Weil ja. Die immer aufgeht, wenn nur noch ein Überlebender ist. Ich dachte, muss wenigstens ein... Oh. Ich dachte, muss wenigstens ein Generator fertig sein. Nee. Bei einem Überlebenden nicht. Letzter Überlebender geht die Tür auf. Oh, Matze, du bist mir immer wieder in den Weg gerannt. Das tut mir ja leid. Ja. Tut's dir doch gar nicht. Aber mit so, der komme ich gut klar. Ja. Hätte ich mal, Dennis mal länger tot gekriegt, wäre das gut gewesen. Länger tot. Er war schon mehrfach kurz tot, aber länger tot. Ja, in der einen Situation, wo du dich weggeportet hast, hättest du mich kriegen können. Ja, Taste vertippt. Ja, das wäre total nicht gewesen. Aber die Hexe. Okay. Wie könnte ich denn mal spielen? Aber den einen Türken, den nehme ich raus, weil der hat nicht funktioniert. Weil eigentlich hättest du meine Blutspuren nicht sehen dürfen, aber. Nee, Kratzspur war's. Ja, aber Blutspuren hast du auch gesehen, weil mein Blutspur deaktiviert und. Blutspur hatte ich nicht gesehen. Ich hab nur Kratzspuren gemacht. Aber ich hab meine gesehen, die hätten eigentlich nicht kommen dürfen. Ich überleg gerade, wen ich nehme. Naja, überleg mal. Wir haben eh keine Chance, Mats. Nee, du bist ja der Killer. Okay, gut. Dann haben wir vielleicht auch eine Chance. Ah, sehr gut. Ich will halt nicht immer Zwilling spielen, aber mit Zwilling kommt halt am besten klar. Das sagst du irgendwie jedes Mal. Ja, weil die Zwillinge halt mega geil sind. Ja, wir wissen, dass du auf Zwillinge stehst, Mats. Alles gut. Woher weißt du das? Weil du das schon oft erzählt hast? Achso, okay.
Weil irgendwas ist hier trotzdem komisch. Was kann auch wirklich nur die Kopfhörer sein? Mach mal kurz mein Mikro aus. Ich teste. Nee, ich teste mal kurz was, Clement. Ja, ja. Ich glaube, er testet gerade. Echt? Er testet was? Okay, es sind nur meine Kopfhörer. Okay. Es rauscht in den Kopfhörern vielleicht wegen der Aufnahme oder sowas. Keine Ahnung. Der hat doch eine falsche Aufnahmeplatte. Ich will es nicht mal gucken. Okay. Aufnahme? Nee, macht auf der. Nee, eigentlich ist es auf der richtigen Platte. Es sei denn, er hat natürlich die Platten sortiert. Was? Ich habe jetzt einen Perk, der heißt Erregung. Einfach nur, weil es geil klingt. Was denn? Und das auch noch mit Zwillingen. Also ich gehe mal davon aus, dass man seine Zwillinge genommen hat. Du hast ein interessantes Perk-Bild, Holle. Fandest du? Ja, das ist sehr, also das, was du jetzt hast, meine ich, das ist sehr mutig. Warum? Das mache ich aber immer so. Die ersten drei sind eigentlich immer Standard bei mir. Ich damit der dritte jetzt gerade, der ist der, ich denke, der es ist, dann hast du den, glaube ich, noch nie genommen. Den habe ich noch nie gehabt, das ist richtig. Dennis ist ein aufmerksamer Zuschauer, der sich wie ein Streamer. Ja, deswegen weiß er, wo er uns findet, weil der hat zwei Monitore laufen, wo die Streams laufen. Der weiß, wo er ist. Ich habe drei. Einen, wo ich zocke, einen, wo ich Matze sehe und einen, wo ich sehe. Also genau. Der dritte Monitor von Dennis, der ist im Winter, das ist so ein 85 Zoll Fernseher, der hängt an der Wand, also an einer kompletten Wand, und im Sommer dreht er das einfach rum und setzt sich in den Park. Warum weißt du das? Naja, Public Viewing haben wir auch schon öfters gemacht. Ja, zusammen. Entschuldigung. Da war ich wieder Hacke, das fehlt mir nochmal. Mit Pornos. Was, Hacke mit Pornos? Nee, mal ein paar Videos machen wir mit Pornos. Okay. Die hält sich ja jetzt schon, Baureis, wäre die verletzt. Sag mal, willst du mich das verarschen? Guck, ach du Scheiße. Der... Ja, eben. Genau. Was ist denn das für eine Map? Der Perk ist nämlich... Ach so. Der Perk bewirkt, dass du keinen Blutspritzer hinterlässt, dass deine Schmerzenslaute leiser sind... Und dass du dich jedes Mal, wenn du am Boden liegst, selber hochholen kannst. Aber dafür bist du halt verletzt und kannst dich auch nicht voll heilen. Ach so, ne Scheiße. Deswegen, das ist ein sehr mutiger Perk. Gut, dann habe ich nicht richtig gelesen. Guck, ob Matze auch der Killer zu der Map ist. Ich weiß nicht, wer der Killer zu der Map ist, deswegen. Dennis, die Map beinhaltet einen Zirkus. Wer könnte das sein? Aber wir waren auf der Map noch nie gewesen. Doch. Nee, auf der hier waren wir dort noch nicht. Auf der haben wir noch nie gespielt. Nein, nein. Wir waren auf der von der Krankenschwester schon, die sieht so ähnlich aus. Also ja, das kann sein. Und das ist die vom Clown. Da erzähle ich euch mal meinen Lieblings-Clown-Witz, okay? Also bist du der Clown, wenn das so sagt. da ist also der Clown. Achso, ja. Im großen Gebäude in der Mitte. Ja, ja. Oh Scheiße, muss ich da raus. Danke für den Hinweis. Er ist jetzt wieder außerhalb des Gebäudes und geht jetzt wieder rein, weil du es gesagt hast. Ja, ich höre sein Herzklopfen. Ich muss sagen, keine Ahnung, wo der ist. Das ist irgendwie ganz in der Nähe. Der Clown ist einer von Parkelern, die sogar eine eigene... Also das klingt anders und ehrlich verfolgt. Das ist eine andere Art Musik. Voller Kontakt, dass man da Community... Er ist immer noch in dem Haus. Ja, ja, ich höre ihn. Wo ist dieser Typ? Der war gerade oben. Okay, gut. Nicht mehr. Ja, es gibt ja kurz mehrere Wege hoch und runter. Ja, ja, richtig. Deswegen kann ich ihm gut ausweichen. In Wirklichkeit rollt gleich ein Generator fertig gemacht. Was? In Wirklichkeit hast du gleich ein Generator fertig gemacht. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Nein. Ich habe gerade so ein Herz rein, ich will nur weg. Okay, Papi, erzähl dir einen Witz, komm mal her. Nee. Erzähl dir mir über die Discord, das kannst du gerne machen. Nee, komm, ich will dir schon in-game erzählen. Nee, möchte ich nicht wissen. Ich bin verletzt, das ist unfair. Das ist einer der wenigen Gags, die nur Sinn machen, wenn man... Aua. Ist gut gemacht, oder, Matze? Ja, ja. Hast du Matze gehauen? So ähnlich. Nee, ich hab einen Generator fertig gemacht. Ach, hast du? Innerlich hat er mich schon verletzt. Ja, ja. Oh, mir juckt die Nase. Hilfe. So, irgendwie bist du immer noch in dem Haus bei Matze, oder? Ja, ja. Okay. Du beobachtest uns wohl weiter fleißig? Ah, ich habe einen Zirkus gefunden. Na, jetzt wo ich den Genie fertig gemacht habe, ja, jetzt beobachte ich euch weiter. Oh, der ist gerade hinten bei dem Zirkus. Oh, wie geil, hier läuft sogar Zirkusmusik. Cool. Entschuldigung, ich möchte das Spiel konzentrieren.
Hier gibt's einen Wahrsager! Es gibt einen Wahrsager! Also frag mal nach, was der dir so sagt, was heute noch passieren wird. Nichts Gescheites. Wird Matze diese Runde gewinnen oder verlieren wir? Nein, verlieren. Das ist ein und dasselbe, du Witzbold. Ja, wenigstens habe ich mal einen erwischt. Geh weg, Clown. Geh weg, ich mag dich nicht. Achso, du warst das? Bist du liegen bleiben? Ja, oder? Ja, lass mich liegen. Aua. Ich werf Glas auf dich. Das ist nicht nett. Du wolltest mich liegen lassen. Über mich, man. Hättest du mich liegen können. Ja, hätte ich, aber... Zumal ich war ja schon verletzt. Das ist ja unfair. Echt mal. Immer gegen die Schwachen. Ey. Und sie ist eine Frau. Also er. Also es... Ich hab lange Haare, Freiberg. Bloß einfach. Bitte frei. Boah, war ein verdammt langer Weg. Du wolltest in den Keller oder was? Ich war gerade mit dem Killer springen, ich hab gerade gemerkt, wie dämlich das ist. Achso, ja. Die Frage hat sich gerade selbst beantwortet. Matze ist wieder in dem großen Haus. Ach, Mann, verpiss dich doch mal, wenn ich drinne bin, um Genie zu machen. Ich höre das schon die ganze Zeit, deswegen bin ich hier drinne. Ach, er hat aber auch Luxohren, ich meine, oder? Auch wenn der Witz langsam alt wird, ne? Aber der Genie ist wirklich angefangen. Also das hat sogar relativ gut gepasst bei dir. Ich bin ja an dem Genie. Achso, dann ist er gut. Also normal, wenn er sich mal wieder verpisst hat. Ah, ich denke immer noch zu einfach, glaube ich. Wieso? Naja, weil ihr nicht so doof seid wie ich vielleicht. Aber manchmal ist der einfache Weg gerade deswegen der gute Weg. Ja, aber ich probiere so oft den einfachen Weg, dass der einfache Weg langsam mal schatzlos wird. Du musst den Genie doch bloß reparieren. Entschuldigung, ich finde diesen Zirkus hier neben dem Haus richtig cool. Ja, ist ja auch ein cooler Zirkus. Ja. Ist das dein oder bist du ja auch der Clown? Ja. Ey, Alter, ich sehe dich da oben. Wir sind beide hier oben. Ihr glaubt doch, ich bin nur ein bisschen blöd, oder? Nur ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen. Ja, das ist doch Fehler. Ich bin ganz blöd. Na, Alter, ich seh dich doch. Geh doch weg. Ja, ich gehe ja schon. Läufst du dir nach? Nein, ich habe ein Genie ausgemacht. Er hat mein Genie wieder getreten, der Böse. Ernsthaft? Das war wirklich geil. Es hat schon zweimal geklappt, also ja, das sei ja richtig geil. Das ist nämlich nicht gehört, dass ich das gemacht habe. Ach komm, bleib da einfach. Oder Pfeffer wächst. Mach ruhig weiter, ich bin am Genie, ich mach den Ruhe. Du bitte von mir. Kannst du bitte mal gehen? Okay. Danke. Gerne. Man kann mich ja auch fragen. Hat er doch. Was? Huch. Du hast da oben eine Gasorgel hinterlassen. Ja, Entschuldigung, ich hab Blähungen. Man sieht's. Gibt doch jetzt was Neues von Ratioform. Gute Preise. Ist das deswegen rosa bei dir, oder? Ja. Das ist das neue Einhorn-Pupsmittel. Auch voll auf den Kopf! Was, bist du ihm auf den Kopf gesprungen? Ja, du erträgst es schon. Bist du ihm jetzt auf den Kopf gesprungen? Nee, ich hab eine Palette auf den Kopf gehauen. Oh Mann, das tut doch weh. Die Perücke ist so, ja. Nur weil ich ein Clown bin, weißt du? Ja. Was ist denn da nicht tauschen zurück? Kannst du tauschen? Ja, hab ich gerade rausgefunden. Was kannst du dann tauschen? Die Potion wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Genau. Was kannst du noch nicht machen? Mein Humor. Das haben die vor einigen Patches gebracht. Die haben denen einen leichten Buff gegeben. Und zwar kannst du jetzt eine zweite Flasche werfen, eine andere.
Die sieht auch anderfarbig aus. Wenn die auf dem Boden liegt, kannst du da durchlaufen und kriegst dann einen Movement Speed Boost für gewisse Sekunden. Die können aber Überlebende auch kriegen, wenn sie durchlaufen. Bitte werf die überall hin. Ja, warte. Ich probiere das jetzt mal. Die weiße bringt nichts. Es gibt sogar ein Add-on, wodurch du die Farben vertauschen kannst, dass die Überlebenden nicht wissen, welche welche ist. Das ist ja gemein. Entschuldigung, Rolle. Bin ich da? Komm später nochmal wieder. Bin immer noch nicht da. Ich hab gerade den Flaschenwurf erst für mich entdeckt. Ja, du hast mir voll die Flasche gegen den Kopf geworfen, das gehört sich doch nicht. Naja. Du bist eine Frau, also juckt's mich nicht. Ich bin ein Clown, ich darf sowas sagen. Lass mich lieber. Wir müssen das aber nicht. Du solltest dich lieber um jemand anderen kümmern. Wo ist denn der? Gib mir mal einen Tipp. Nur damit es spannend wird. Am Platz. Also ich glaube, ich bete eine Runde. Das ist nett. Das ist okay, das mache ich auch. Och Mann, ey. Hast du Rolle jetzt schon aufgehängt, oder? Ja, ja, ich sehe das doch unten. Ihr seid doch. Aber ihr müsst euch ein bisschen. Nö, ich habe mich selbst geheilt. Alles ja, gut. Ich habe mich selber geheilt, das war nicht ich. Ach geil, das geht mit dem Perk. Ja. Mit dem Perk geht es, ja. Das ist geil. Aber dafür, wie gesagt, kann er sich halt nicht voll heilen. Kann auch kein anderer Spiel machen. Nein, das kann keiner machen. Deswegen hat er ja neben. Über seinem Namen so ein Kreuz durchgestrichen. Ach ja, jetzt ist am Rand, ja. Den bin ich immer verletzt. Ja. Ich bin ein miserabler Killer, ich sehe es ja ein, aber. Das jetzt nicht unbedingt. Ja, finde ich schon. Du bist vielleicht ein miserabler Clown. Aber meine Witze sind Gold wert. Naja. Naja, gut, komm. Ich denke, die meisten Clowns von sich. Also da ist ein Ausgang, wo ist der andere Ausgang? Was I? Ja, zum Pferd, hast du jetzt das Pferd entdeckt? Ja! Das ist ekelhaft, oder? Das hat nur ein Auge auf dem Kopf. Wie sieht's denn bei dir aus, Dennis? Auch eigentlich ganz gut, ne? Oh. Mal ganz klar zu sagen. Das ist nicht verkehrt, ne? Lief doch hier sauber. Geht ganz gut, oder? Ja. Also dafür, dass ich die ganze Zeit verletzt war? Achtung! Immer noch irgendwas kommt hier. Ach, ja, da ist er nicht. Ey, Mann, ich kann doch nicht nach. Mal kurz. Ach, jo. Schüttel. Schüttel. Fast. Nee. Sauber. Ich werde jetzt nur noch mit Zwillinge spielen. Entschuldigung, aber. Also ich muss mir sagen, das Bild liegt mir. Entschuldigung, für mich mal ein Zwillinge. Er wollte schon immer Zwillinge haben. Das ist eine Nachvollziehung. So, Matze, weißt du, was jetzt passiert? Jetzt werden wir beide sterben. Jetzt gewinnt der Killer. Ich sage nur nein, das darf jetzt nicht sein. Dann strenge dich an. Dann streng dich an, dann schaffen wir das schon. Start mit 2 Killern nicht möglich, denn Matze, du musst da raus. Ja, du bist aber echt hübsch. Aber eigentlich. Dankeschön. Hä, wieso komme ich denn jetzt nicht rein? Weil ich das nicht bei jedem zulasse? Genau. Oder jeder. Why you fucking lie? I don't lie. You don't lie was? Was? Ein Video in der Videotheke, weil Videotheken es kaum noch gibt. Ey, deswegen schade, nicht oder? Don't lie. Nee, warum? Ich war so gut wie nie in Videotheken. Ich auch nicht, aber ich mag es, weil das so vintage ist noch. Ich habe nur ein paar VHS-Kassetten zu Hause und VHS-Rekorder. Gut, den habe ich auch da oben liegen. Muss ich mal überspielen. Weil ich habe da noch die privaten VHS von der Familie mit. Alles klar, privat. Verstehe. Ja, Familienfeiern sowas. Privaten? Familienfeiern sowas. Nein, Quatsch. Wir haben das mittlerweile auf DVD gespielt. Das sind echt, meine Eltern haben die haben immer zu runden Geburtstag und so, haben die immer so kleine, Spiele gespielt. Da, wo du halt jeden fast mit einbeziehen konntest, das war halt schon ganz cool.
Und auch es gibt, ich habe jetzt letztens eine CD, aka DVD gefunden. Da war ich, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr alt. Oder bis zu einem Jahr. Das war ein Jahr nur mit mir. Also jetzt nicht in Echtzeit, mhm. aber. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich war damals schon ein süßer Typ. Und hatte damals schon einen richtigen Schatten weg. Das letzte, glaube ich, auch mal der Fall. Ja, das auch, also wirklich. Also da gibt's ein Video, da kriege ich so Fencheltee, keine Ahnung, was das für ein Tee ist. Und man sieht es mir einfach nicht an, so der Matze ist damit überhaupt nicht einverstanden, dass er das gerade trinkt. Da siehst du richtig so in mein Gesicht so, nee, also, nee, will ich, nee. Mm-mm, mag ich nicht haben. Aber du hast es trotzdem gemacht. Naja, ich hatte ja keine Wahl, ich hatte ja Durst, Hunger, wie auch immer man das nennt. Das musste halt auch, ich war als Kind nicht spielerisch. Also ich bin soweit, gell? Ich noch nicht. Und du siehst ja so aus, als hättest du eine Maus und sie heißt Laura. Wie wunderbar! Sie hört Musik von ihm, ist ein Schlagerstar. Dennis, ich helf dir bei Matze killen. Ist ja gut, vielen Dank. Ich halte ihn fest, du haust einfach nur rein. Immer rein. Oh, das ist cool. Mach mal. Bis kein Ton mehr kommt. Ich erzähl euch mein Lieblingswitz. Sitzt ein Mann im Stehkaffee. Killer rüstet sich noch ganz gemütlich aus. Der hat noch ein bisschen was zu tun, scheinbar. Verbindung erteilt. Hast du einen männlichen Killer? Ja. Wir sind zwei Frauen, also benimm dich, das ist sonst. Ne? Ja, Wachst und schlag uns. Ich meine, ihr werdet. Was? Wachst und schlag uns? Ihr werdet von mir träumen. Wir werden von ihm träumen, er ist Michael. Egal! Komm, Michael Wandler, wie schön. Also vermute ich jetzt, ich weiß es nicht. Albtraum. Die Traumschlimmen und Traumpaletten des Albtraums sind effektiv im Einsatz gegen schlafende Überlebende. Hey Freddy! Hi! Oh, ich hoffe, dass dieser Krug an mir vorbeigeht. Dieser Krug kann schon, die Messer nicht. Ja, was? Nee, wegen Krüger. Oh. Hast du. Ja, nee, okay. Alles deine gut. Zeiten als Clown sind vorbei, das weißt du doch. Also, Entschuldigung, ich bin noch so im Rollgame. Beim nächsten Mal bitte mit Outfit. Also auch im Stream, das Outfit. Wenn ich Twitch-Partner bin, setze ich mich hier in Unterwäsche hin. Aber im BH und Slip und so. Ach, oh, geil. Und auch geschminkt mit Perücke. Lange, lange blonde Haarperücke. Oh, die mehr warten wir doch schon mal. Kenn ich die? Hast du die wieder? Ja. Dieselbe wie gerade eben. Mit Zirkus Map. Mhm. Aber. Matze, unsere Zeit läuft ab. Für was? Der Wandler. Also ist er jetzt Michael? Der Wandler, also. Also Micha. In Ordnung. Naja, also es wird der sein, der mit der. Du machst jetzt nicht. Ich hab das Gefühl, bei mir ist ein Zirkus. Das ist nicht Matze. Nee, das ist nicht Matze. Das ist unfair, ich wollte die Palette runterplatten. Hast du es nicht gemacht? Ich habe auf die Taste gedrückt, hat er auch nicht gemacht.
Lass mich los. Ja, das machen wir schon. Wer ist es denn jetzt nun? Der Albtraum. Also Mischa, Freddy. Ja. Muss er doch wissen, du bist in meiner Traumwelt. Dass du von mir träumst, ist ja nichts Neues. Sag mal, geht's dir eigentlich gut da oben? Ja, würdest du mich also bitte mir in Ruhe geht's lassen? Gut, ja, danke, der war noch Frage. Ich baumel hier nur so. Matze, du bist richtig. Ja, ja. Ich sag's, wäre echt cool, wenn er mich in Ruhe lassen könnte. Das wird wieder eine der schnellsten Runden heute. Wo hängst du eigentlich? Am Zirkus. Aber wenn ich dir das jetzt sage, kommst du her und er auch. Na, wieso? Hat er vergessen, wo du hängst? Vermutlich nicht. Wenn er mich am Zirkus gekillt hat, würde er mich am Zirkus hingegangen haben. Komm, lass mich mal kurz heilen. Das wird die Runde echt mega kurz. Ich rolle nicht gerade. Ja, dann rette ihn mal, wo es zu spät ist. Der hat doch Zeit. Ja, der ist gleich in der zweiten Phase. Ach so, oh fuck. Sag das doch. Das siehst du. Wo ist denn der? Siehst du nicht mehr, ne? Nee, voll. Nur noch am Zirkus. Ich weiß. Am Zirkus. Such den Zirkus. Die Richtung ist gut. Lieber Wahrsager, ich hätte hier mal eine Frage. Andere Seite. Ey! Ich weiß nicht, ob es gespuckt oder gekackt hat. Nutz mich mal, Alter. Ja, du rennst ja wahrscheinlich links und rechts hin und her im Hintergrund. Wäre mal schön, wenn du herrennst. Andere Richtungen. Danke. Da hilft sogar der Killer mit. Hey, wie gesagt, es ist halt echt doof, dass du dich verstecken musst. Der ist gleich tot, ne? Hättest du nicht nur hingehangen? Alter, warum rennst du hin? Ja, ich weiß auch nicht, gib mir doch Hilfe. Matze, jetzt viel Spaß alleine. Könntest du mich mal bitte in Ruhe lassen? Warte mal, stopp, zeig mir mal bitte, wo der hing, Freddy. Mitkommen. Wo hing der? Ja. Da hilft er noch. Ich zeig dir mal, wo er hing, jo, klar. Wo hing? Ja. Okay, also bei dir ist der Perk ungünstig. Der wieso, war auch gut. Wieso sagst du zu mir an der anderen Seite? Ja, Junge, du warst hier. Du bist die ganze Zeit im Hintergrund links. Hier. Du warst hier bei meinem Generator, den ich ja hier, wo ich das hier gemacht habe. Hier. So, da warst du? Nö, ich hab nur so getan. Also, hä, hast du Otis? Dann hat er gesagt, an der anderen Seite, dann bist du dorthin gerannt. Richtig, und du stand auf der anderen. Und ich hab dich die ganze Zeit im Hintergrund laufen sehen, von links nach rechts und zurück. Du solltest jetzt mal abhauen, Matze. Freddy, ich hab mal eine Frage. Ja. Dürfte ich mich heilen, weil sonst ist dämlich. Wollte gerade sagen, 10 Sekunden, Freddy, 10 Sekunden, lässt ihn weglaufen. Okay, stehen bleiben, darf sich heilen. Oder so. Ich suche eine Sättelluke. Ja, und wenn du das hast, zeigst du mir mal bitte. Okay, mach ich. Was willst du denn noch alles vom Killer? Du musst einfach nur mit Bennis reden. Das hast du anscheinend vergessen. Nein, ich hab das auch in einem Stream-Titel drin. Was? Ich muss mit Bennis reden? Nee, der freundliche Hänger. Der freundliche Hänger? Henker. Macht doch mehr Sinn als Hänger. Ja, den Henker finde ich später. Den freundlichen Hänger kannst du am Freitag in ATS sagen. Da weiß ich noch nicht, ob es den gibt. Den freundlichen Hänger? Nee, den ATS-Stream. Ach so. Vielleicht hast du auch einen freundlichen Hänger, aber. Ach stimmt, du hast ja gesagt, du bist ja, Dings. Genau, ich weiß nicht, wann ich komme. Hast du dich jetzt gerade aufgeweckt? Nein, ja, wollte ich mal noch zeigen. Hä, hey, das sieht er doch auch. Wisst ihr, was schade ist? Ist du eine Rolle hast sterben lassen? Da muss er allein überleben, weil er keine Chance hat. Wenn ich, also eigentlich, ging es mir nie um irgendwen Leid zuzufügen, ne? Nein, aber, Alter, das Pferd ist so widerlich, ja. Boah, Alter, das sieht doch scheiße aus, ne? Oh, Junge, das, oh Mann. Spuckt, kotzt das bei dir auch gerade? Ja. Oh, natürlich, ich sehe dich, da sehe ich das. Oh Gott. Ekelhaft, das Vieh.
Alter. Boah, das Auge da oben. Ist. Boah, Alter, das ist ein hässliches Tier. Arme Pferd, Mensch. Entschuldigung. Mhm. Hoffentlich wieder Pferd, dem nichts Böses. Bin einfach zu lieb. Du hast mich die ganze Zeit gesehen, gell? Nö, ich stand fast zur Minute auf der Luke drauf. Achso, okay. Um die herum auch überall meine Blutfetzen. Ja, da hat er Glück gehabt. Da hat er nicht drauf geachtet. Achso, ja, der hat sich dadurch rausgeholt. Ich dachte jetzt ja gerade, er verpeilt es noch, weil dieses Geräusch war von der Luke so laut. Ich so, Junge, ja. Man hört doch das Geräusch, ist rechts, warum geht er jetzt weiter nach links? Das Geräusch habe ich gar nicht gehört. Okay, aber das war so gemerkt. Eindeutig. Habe ich, wie gesagt, habe ich